herzlich willkommen bei Teufelsplausch, dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Marc Litz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Teufelsplausch. Mein Name ist Marc Litz und ja, ich weiß, das kommt wieder so der Standardspruch. Ich bin ja nicht alleine da. Bei mir ist nämlich der Aufsichtsratskandidat Carsten Krick. Hallo Carsten. Hallo. Na, wie geht's? Nerven alle noch vorhanden? Wunderbar, danke, ja. So, gut. Schön, dass du da warst. machen wir weiter. Ja, mach gut. Scherz beiseite, der Carsten war jetzt, ich weiß nicht, wie lange läuft jetzt so diese Bewerbungsphase schon? Also vor gut knapp 2 Monaten habe ich mal ein Gespräch mit dem Ehrenrat und dann wurde halt das Prozedere halt genagelt, wie das abläuft. Und es ist ungefähr 2 Monate jetzt, dass man dabei ist und hat man dann die Rückmeldung bekommen auch und hat auch Gespräche geführt. Das möchte ich mal dazu sagen. Hier wird nicht irgendjemand durchgewunken, sondern wir haben Gespräche geführt und dahingehend, also es waren sehr sympathische Menschen, mit denen ich Gespräche geführt habe und deswegen hat das, denke ich, auch vom Menschlichen her gepasst. Ja. Ich muss ganz kurz für die Zuschauer noch hinzufügen und Zuschauerinnen natürlich hinzufügen, wenn ich da hingucke, ist das nicht unhöflich euch gegenüber, sondern der Carsten ist auf der Kamera, der sieht mich nur da. Das bedeutet, wenn ich mit euch spreche, denkt er, was ist denn das für ein Trottel? Der hat mich gefälligst anzugucken. und umgekehrt ist es auch so, also ich will jetzt das Übel, ich oute mich hier, da ist die Kamera und da ist die für euch. Von daher heute alles so ein bisschen anders. So, also, okay. 2 Monate hast du gesagt. Wie ist es jetzt so im Endspurt sozusagen? Weil morgen ist ja schon die JHV. Das heißt, das Video geht jetzt gleich im Anschluss noch raus. Aufgeregt? Blöde Frage. Ja, auf jeden Fall. Ich war ja auch beim Herr Littich gewesen bei dem interessanten Termin. Ich habe kein Problem, vor großen Leuten, vor einer großen Masse zu sprechen. Aber gerade jetzt dort, ich habe mir das Video danach nochmal angeschaut und mich selbst reflektiert ein bisschen. Ich sag mal, die Scheinwerfer, die einen auf einen gerichtet sind, lassen einen ein bisschen schwitzen und da geht der Puls automatisch ein bisschen höher. Aber aufgeregt, ja, das gehört dazu. Ne? Also wenn man mit dem Herzen bei wo dabei ist, und dann ist es ganz selbstverständlich. Und es ist ja, ich freue mich auf morgen und freue mich einfach, dass ich dabei sein darf. Und so gehe ich an die Sache auch ran, ja. Mhm. Ist es, was verbindet dich eigentlich mit dem ersten FCK? Also, ich will gar keine großen Reden in dem Sinne schwingen. Ich bin seit 96 dabei. Familie ist schon immer FCK-Fans gewesen und ich war auch tatsächlich 98 hatten wir Karten bekommen im alten Block 1A. Wer ihn noch kennt, neben dem Gästeblock, der gute alte Block in der Osttribüne. Als wir damals Meister geworden sind, 98, und da erinnere ich mich noch, ich war 12 Jahre alt, und da sind wir dann durch die Pfalz nach Hause gefahren, nach Ludwigshafen, und die Leute standen an der Straße, wie bei einer Weltmeisterschaft, und haben dann Fahnen geschwenkt und gehupt und alles hin und her. Und naja, hatte nicht bloß gute Sachen diese Zeit. Ich habe damals 2-mal die Schule geschwänzt, weil ein Fotoshooting hier war, im C&A, da war die Meisterschale, und da konnte man sich für 5 Mark, das war noch Mark gewesen, ja, mit der Meisterschale fotografieren lassen. Da kriege ich heute noch von der Mutter vorgehalten, Mensch, was ja damals für den FCK so verrückt wird, du bist Schule geschwänzt. Bin da mit dem Kollegen hin, aber so ein Polaroid-Foto machen dürfen. Und ja, da hat das dann so angefangen. Ne? Vielleicht war das so ein Initialzünder damals, diese Meisterschaft. Wobei ich sage, wenn man das heute erleben würde, dann wird man das nochmal, wenn man älter ist als Erwachsener, viel mehr noch reflektieren. Ich habe 2 Erinnerungen daran, aber jetzt auch so an die Tage danach und so. Es war halt eine andere Zeit wie heute, ja, auch allgemein, was die Welt betrifft, ne? Und das hat sich dann so ergeben. Irgendwann hat man mal eine Dauerkarte gehabt, dann durfte man alleine fahren. Irgendwann hat dann Freunde kennengelernt, hat sich so eine Gemeinschaft zusammengebaut, aufgebaut. Und das ist bis heute so, auch wenn die Gemeinschaft kleiner geworden ist. Aber ich habe jetzt noch Freunde ich bin auch auswärts gefahren öfters. Früher bin ich fast auf jedem Auswärtsspiel gewesen. Zeiten sind jetzt ein bisschen vorbei.
manche Hardcores möchten das vielleicht nicht gern hören, aber ich mache mich zu fertig, wenn ich da jedes Mal durch die Gegend fahre. Freitagsabends fahre ich nach Münster und da verlieren die 2-0. Schön und gut, aber also ich kann ja trotzdem, ich gucke jedes Spiel und zu Hause bin ich immer, also zu 99% weiß auch jeder, braucht er mir gar nichts sagen. Also auch hier wieder die Mutter hat gesagt, wenn Beerdigung ist, auf einen anderen Tag legen, ne, wenn der FCK spielt. Also so, da kommt da die Verbundenheit her. Das ist also, manche verstehen es nicht, dann sage ich, hey, es ist halt meine Leidenschaft, man braucht ja ein Hobby und ich bin so, Hobby ist sogar vielleicht ein bisschen untertrieben. Und ja, das beschäftigt mich halt mit dem FCK, nicht bloß auf dem Platz, sondern ein bisschen auch nebenbei. Ohne, das möchte ich ganz wichtig sagen, ohne Vereinspolitik zu betreiben, ja. Jo. Macht dich ja sympathisch. nur, jetzt frage ich mich, wenn du früher auf Auswärtsfahrten mit dabei warst und so weiter, ne, hau mal so eine Story raus. Also so eine typische Auswärtsstory. Hast du da eine parat? Das ist doch gar nicht so lange her. Das ist gar nicht so lange her. Wir waren Schari-Bus, kennt ja jeder, also ich bin mit dem Schari-Bus ab Frankenthal gefahren, ne? Manche kennen einen vielleicht sogar, egal. und da waren wir nach Osnabrück gefahren letztes Jahr. Ich habe jemanden besucht in Osnabrück, den ich kenne, von dort, vom Verein sogar. Und da sind wir unterwegs, war ungefähr bei Kassel, sind wir mit dem Bus plötzlich stehen geblieben. Schon 3, 5 Bier drin gehabt. Was ist denn jetzt los? Bus fährt nicht mehr weiter. Doch, ging gar nichts mehr. Naja, ach scheiße, das können wir gleich umdrehen. Das Spiel sehen wir eh nicht mehr. Und ich bin dann jetzt so, meine Mentalität ist, ich muss irgendwas versuchen. Ich kann dann einfach hocken und jetzt umdrehen und dann habe ich gesagt, was machst du denn jetzt? Muss eine Möglichkeit geben, was zu machen. Ja, da habe ich mich durchs Internet gegoogelt und dann haben wir tatsächlich ein Taxi geordert. Ein Großraumtaxi von Kassel aus. Es hat uns, glaube ich, knapp 500 Euro gekostet. Da ist gerast wie der letzte Henker. Und da sind wir sogar noch von der Autobahnabfahrt Osnabrück abgefahren und er wurde noch kontrolliert von der Polizei, weil er da eine Abkürzung genommen hat, hat noch 50 Euro, glaube ich, zahlen, die haben wir auch noch Aufschläge bekommen. Jedenfalls, Ende der Rede war, wir waren 5 Minuten vor Anpfiff im Stadion gewesen. Es war natürlich auch noch nicht, leider noch nicht das Ende der Story, sondern der Bus war ja kaputt. Und wie kommen wir jetzt zurück? Und dann waren wir nach dem Spiel noch 5, 6 Stunden im Stadion gewesen. Die haben uns extra einen Block aufgelassen, damals in Osnabrück, für den einen Schari-Bus, wo die Leute gestrandet sind. Und es war eine ganz, wie soll ich sagen, die Zeit ist nicht rumgegangen, aber es war ein cooles Erlebnis gewesen. Und da kam noch der Präsident von Osnabrück und hat dann die Bierbude aufgeschlossen und hat uns dann alle für Getränke eingeladen. Und es war eine coole Aktion gewesen, ja. Und die hatten sogar noch 2 Ordner da gelassen für uns. Damit, das waren alles ordentliche Leute, ja. Und dann kam dann irgendwann der Bus und die Fahrt haben wir dann auch wieder ersetzt bekommen vom Schari. Haben gesagt, für dieses 60 Euro waren es, ihr dürft irgendwann mal wieder mitfahren. Ja, und das war so das Lustigste, Kuriose. Wir sind in der zweiten Halbzeit in Essen angekommen im Pokal. Wer hier zuhört, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Da gab es im Bus Diskussionen, es steht schon 2-0 für Essen, wir können eigentlich umdrehen. Da haben sie sich in der Haare gehabt im Bus. Ja, also hat einer gesagt, was? Nee, das drehen wir noch. Und stand schon tatsächlich 2-0, als wir angekommen sind. Und ja, solche. Und ich war in Wolfsburg 96, das ist ein sehr prägendes Erlebnis gewesen. Ich glaube, ich habe 3 Tage danach noch geheult. Und im Stadion habe ich auch schon, als es 1-1 gestanden hat, als Wolfsburg den Ausgleich gemacht hat damals. Also ich habe wirklich geheult wie ein Schlosshund. Muss das ganz ehrlich sagen, das war total schlimm für mich. Weil man war Bundesliga gewohnt und jetzt wird man sich über die Zweitliga freuen und wird das sofort unterschreiben. Aber das war damals, ja, dann noch bei Wolfsburg, Retorte so ein bisschen, ne? Bist du mit 5000 Fans da und kriegst dann voll einen auf die Fresse und diese Retorten, die überhaupt keine Atmosphäre und überhaupt keine Tradition haben, die besiegen dich dann. Ja, und das ist halt schlimm. Also das war echt schlimm und auch die Rückfahrt. Wir sind mit dem Bummelzug gefahren, hin und zurück. Also die hat sich gezogen. Ich bin jetzt gefühlt noch unterwegs dort, ja. Und so hat man halt Erlebnisse mitgenommen, die halt viele halt nicht mitnehmen können aus ihrem Fanleben, nicht beim FCK. Aber das macht uns halt aus, auch als Fans, ne? Man hat was zu erzählen. Und schöne Erlebnisse einfach gehabt. Und da war es auch teilweise dann egal, ob man gewinnt oder verliert. Es war einfach die Gemeinschaft
schöne Auswärtsfahrten, auch mal einen trinken im Bus, schön was essen mitnehmen und ja. Und jetzt mache ich es in der meisten Zeit nur, weil ich ja auch noch Trainer bin, mache ich es ja, die Heimspiele klappen eigentlich meistens zu 99%. Und bei den Auswärtsspielen gucke ich immer so, dass ich mir das frühzeitig lege. Ich fahre jetzt eigentlich bloß noch auf Auswärtsspiele, wenn ich jemanden besuche vor Ort. Ich habe Freunde in Braunschweig, die dort genauso verrückte Eintracht-Fans sind. Und das ist auch sehr interessant, dort mal. Ich war zweimal in der Heimkurve von denen gewesen und habe halt immer so, ach, ganz schlimme Leute. Nee, die können jetzt auch zu keinen Ultras oder was dazu. Die sind ganz neutrale Leute wie ich. Und das ist sehr interessant, mal eine andere Tradition auch zu sehen, wie es dort ist. Und dann erlebt man so viele Gemeinsamkeiten. Und das ist für mich einfach immer wieder Begegnung mit den Menschen, sage ich mal. Ne? Die kommen dann zu uns, wenn die hier spielen. Die waren auch schon mal in der Westkurve mit dabei. Ordentliche Leute. Also, ja. Du weißt, was ich meine. Ja, also, wie du und ich, jetzt hat keiner provoziert. Das ist ja vollkommen logisch. Ja. Ordentliche Leute wie du und ich, mich kennst du nicht. Ja, du weißt, was ich meine. Also es gibt ja Leute, die können sich nicht benehmen. Wenn ich in einem Heimblock bin, ja, ja, auch als Gästefan, die haben natürlich keine Sachen angehabt. Und genauso habe ich in Braunschweig auch keine Sachen angehabt, als der FCK dort gespielt hat. Also war interessant, die Perspektive zu wechseln. Weil im Gästeblock dort war ich schon ein paar Mal. Und dann warst du halt mal in denen ihrer urigen alten, also wirklich schon eine urige alte Heimkurve bei denen. Und war eine coole Sache, auch wenn vielleicht jetzt manche sagen, ach, die sind mit Mannheim befreundet, die sehen das gar nicht so dort. Die haben das gar nicht gewusst, dass die mit Mannheim da befreundet sind. Ja, und ich auch nicht. Ja, ich meine, ähnliches Erlebnis habe ich auch schon gehabt, alte Försterei in Berlin. Und ich trug aber was vom FCK, ne? Rot, also zumindest meinen Stadionschal halt, ne? Weinrot noch, ja. Ist dort leider auch ein anderer Verein, der diese Farbe für sich beansprucht. Das ist der BFC. Und von Weitem sind sie auf mich zu und sagen, was willst du hier? Ne, so gleich auf Krawall auf einmal. FCK? Voll gut! Und da wurde ich auch von den Ultras dort aufgeklärt. Aber war schon sehr, sehr, sehr stark. Vor allen Dingen durfte ich da mit in den Block und so. Und das ist schon sehr beeindruckend gewesen, auf jeden Fall. Sehr gastfreundlich. So. Ja, früher hätte ich es nicht gewollt. Also mein Bruder hat mal in München gewohnt, damals beruflich. Und da hat er Karten besorgt damals. Da war der FCK damals Tabellenführer, als wir bei den Bayern gespielt haben. Unter dem Bremen, wenn du dich erinnern kannst. Da hatten wir die ersten 7 Spiele gewonnen und sind dann nach München gefahren. Und da hat mein Bruder Karten geholt, extra für die Haupttribüne, das alte Olympiastadion kennst du bestimmt noch, die alten großen Karten, wo es da gab. Und da habe ich gedacht, nee, ich gehe nicht auf die Haupttribüne, ich gehe in den Gästeblock. Ja, und dann bin ich dafür 50 Mark, oder was gekostet hat, da war der stinke sauer, ein bisschen verrückt, 50 Mark sich da hinzustellen, ja. Aber das, ja, das habe ich halt gewollt, ja. Ja, weißt du, das hört sich so an, wie wenn wir zwei irgendwie schon so uralt wären. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zum ersten Punkt. Das ist eine andere Zeit, ne? Das ist eine andere. Wir kriegen leider den Schwenk noch hin auf die aktuelle bestimmt. Ja, das auf jeden Fall. Nur jetzt will ich erstmal aufs Alter zu sprechen kommen, weil ich glaube, du bist der jüngste Aufsichtsratskandidat. Was hatte ich denn? Den es je gab? Das weiß ich nicht. Aber zumindest in dieser, in dieser Runde. Was bewegt dich denn dazu, in den Aufsichtsrat zu gehen? Ich bin allgemein ein Typ Macher und ich bin ein Typ Entwickler. Ich sage immer, wenn ich auf einer einsamen Insel stranden würde mit 20 anderen, ich wollte jemand sein, der das Heft in der Hand hat und der die Sache mitbestimmt, in Anführungszeichen bestimmt. Und da ich jetzt ja sehr viele facettenreiche Erlebnisse schon hier über den FCK habe, auch seien es jetzt lustige, wie solche Auswärtsfahrten, ja, aber man hat ja auch, ich habe zum Beispiel 3-4 Leute, mir telefonieren nach jedem Spiel immer. Das geht dann teilweise bis tief in die Nacht. Und wir haben auch eine FCK-WhatsApp-Gruppe, da geht es dann während dem Spiel hin und her. Müsste man eigentlich mal aufzeichnen, wäre ganz cooles Format, mal das zu machen. Ja, es gibt ja auch manche, die das livestreamen während dem Spiel. Und da bin ich so auf den Dings. Sie haben dann gesagt, Herr, das kann doch nicht sein. Also Herr ist pfälzisch, ja. Das kann doch nicht sein. Wir sagen das alles voraus, was da passiert, und wir sagen das schon teilweise weit vorher voraus, und der Verein, die machen genau das Gegenteil. Also du fühlst dich ja teilweise so bei uns auf und neben dem Platz, als ob jetzt hier gleich der Guido Kanz um die Ecke kommt und mit dem Schild, verstehen Sie Spaß, wir haben uns nur verarscht 15 Jahre lang und jetzt ist alles aufgelöst und alles wieder okay. Und das war ich so, wo ich jemand bin, wo ich sage, hey, ich kann es nicht
akzeptieren mehr. Ich muss was tun. Und jetzt ist die Frage, was kannst du tun? Ja, was kannst du tun als normaler Fan? Ja. Die Leute machen ja auch ihre Arbeit dort, das darf man nicht vergessen. Und ich finde, man sollte die auch nicht in gewisser Weise belästigen mit Anrufen oder da vorbeigehen. Das hat alles so ein gewissen seine Grenzen. Und dann sage ich, hey, das ist so ein Mittelweg in einem Aufsichtsrat, der aber für den e.V. als erstes mal bestimmt ist, weil dann bei dem e.V. natürlich noch ganz andere Themen hinten dranhängen, die Leute, wenn man über den e.V. oder über die Kandidatur spricht und ich auch schon angesprochen worden bin, dann sage ich, ihr müsst wissen, das ist der e.V. Da kann man was erreichen für den gesamten Verein. Da hängt die Running-Abteilung dran zum Beispiel, der FCK hat eine Handballabteilung, Fechten, was alles dazugehört. Und was man auch nicht vergessen darf, und das ist, da komme ich her, das ist meine Kernkompetenz, der FCK hat eine riesengroße Jugend und hat nur die U19 und die U17 ausgegliedert. Das heißt, alle anderen Mannschaften laufen noch unter dem e.V. Das darf man nicht vergessen. Und da das ja Jahrgangsmannschaften auch sind dort, mit jungen und alten Jahrgang, heißt die diesjährige U18, das soll nächstes Jahr die U19 sein. Und das sind ja genauso wichtige Personen und Kinder und Jugendliche wie danach, die wo jetzt da sind. Und das ist für mich ein Thema, wo ich einfach sage, das dürfen wir einfach nicht vergessen, dass wir nicht nur über die Profimannschaft sprechen müssen. Und man muss auch von dem Gedanken weg, dass man hier antritt. Und einen Tag später gewinnt man dann jedes Spiel und wenn nicht, ist man dann der Schuldige dafür. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Schubladendenken leider, was man so hat. Und das ist halt in unserer Gesellschaft leider verankert. Es wird immer ein Schuldiger gesucht. Von außen zu reden ist immer sehr leicht. Und ich sag immer, wenn ich Bundesliga-Trainer wäre, von 18 Mannschaften, ich wäre von allen 18 Mannschaften in der Bundesliga der Trainer. Wenn ich Meister werden würde, wäre ich dort der Beste. Super Trainer, der muss Nationaltrainer werden. Wenn ich 18. mit der anderen Mannschaft, mit Freiburg, würde ich 18. werden, da würde ich sagen, ach Gott, was eine Pfeife. Ja. Ja. Und wäre schon dreimal entlassen worden. Das darf man nie vergessen bei der ganzen Thematik, auch was unseren Verein betrifft. Man ist meistens erst im Nachhinein schlauer. Bloß wenn es halt andauernd passiert und man tritt andauernd, ich habe es bei dem Lidische Talk gesagt, nicht nur ins Fettnäpfchen, sondern voll in die Fritteuse rein, in die heiße, andauernd, dann ist für mich so ein Punkt gekommen, wo ich sage, Mensch, und mir geht es auch gar nicht darum, wie, wenn ich das als höre, die machen das Wochenende kaputt. Nee, es ist ja keiner verpflichtet, das zu gucken. Der FCK ist keinem gegenüber was verpflichtet. Die machen das ja nicht extra. Und wer sich damit nicht mehr identifizieren kann oder was, ja, du kannst es ja niemand aufzwingen. Ja, aber, und dann sage ich, Mensch, du musst den Leuten doch auch mal klar machen, was sie für eine Außenwirkung haben, wie sie sich nach außen darstellen. Fans gegenüber, den anderen Vereinen gegenüber, Mitgliedern. Und das finde ich einfach eine sehr, sehr bedenkliche Zeit, die wir in den letzten Jahren und Monaten hatten. Ich glaube, da stand als täglich was in der Zeitung. Das war so ein Ping-Pong-Spiel hin und her. Der hat den angeschossen, dann kam der. 10 Minuten nach der Sitzung waren dann Internas draußen. Und da schäme ich mich auch dafür. Und werde dann ja auch von Leuten drauf angesprochen. Da kriegst du dann aus Osnabrück Post. Was ist denn bei euch wieder los? Also ich habe keine Ahnung, die sind verrückt oder was, ich weiß nicht, was wollen, was machen die da? Ja, ich meine, was willst du auch sonst darauf antworten? Ne? Ja. Wie bitte? Was will man denn auch sonst darauf antworten? Ne? Das heißt, man kann ja nicht irgendwie sagen, das muss so. Nee, eben nicht. Das ist halt in dem Moment halt sehr peinlich als FCK-Fan. Ja, weil ich jetzt dann diese Vereine auch sehe, auch Osnabrück als Beispiel, die stehen jetzt zwar nicht so gut da in der zweiten Liga, aber ja, die haben damals nicht geplant, aufzusteigen in die zweite Liga. Aber haben damals gesagt, als wir dort gespielt haben und 2-0 verloren, habe ich zu dem gesagt, ihr steigt am Schluss auf, ihr habt eine geile Mannschaft, da ist, hast du gemerkt, die haben das enge Spiel damals gegen uns gewonnen, hinten raus. Da hast du gemerkt, waren 6 Punkte spielt, die gewinnen das und da läuft's auch und da sind die Leute voll dabei. Das wäre ja bei uns nicht anders da. Wenn wir oben mitspielen würden in der dritten Liga ohne Pandemie, dann hätten wir da auch 30.000 Zuschauer. Ist doch vollkommen logisch. Hoffe ich zumindest. Die Leute sind immer noch da. Das ist vollkommen klar. Absolut. Und
Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich habe dich gefragt, was? Achso, wegen dem Alter. Nee, alles gut. Wegen dem Alter. Was bringst du denn an, also ich muss jetzt meinen Fragekatalog natürlich quälen, ne? Ist ja ganz klar. Ja. Was bringst du denn an Kompetenz mit? Ja, also was qualifiziert dich? Du sagtest eben beispielsweise, du bist Macher. Was heißt denn das eigentlich? Ich habe keine Angst, Entscheidungen zu treffen. Und ich bin innovativ mit meinen Entscheidungen. Das ist als lustiges Beispiel dieses Taxi-Geschichte nach Osnabrück. Ich will es dann einfach so akzeptieren, wie es ist und sagen, naja, wir haben halt kein Geld oder wir haben halt, Fröhnehof hat halt nicht, oder das Stadion hat halt einen schlechten Rasen. Oder ich will für alles eine Lösung anbieten. Und die Mentalität von mir ist, bis zur letzten Patrone. Und wenn die letzte Patrone verschossen ist, dann wird die Waffe noch hinterher geschmissen auf der Hoffnung, dass man noch einen Treffer landet. Und diese Mentalität, die fehlt mir einfach bei uns. Es ist Wischi-Waschi-Mentalität, es wird sich gegenseitig in rosa-roten Wölkchen umhergeworfen und man muss sich nur mal fragen, wo hat uns denn hingebracht, diese Schönrednerei? Hat es irgendwas gebracht, die Mannschaft in Schutz zu nehmen? Man muss ja da nicht öffentlich draufhauen, aber man kann doch Ross und Reiter benennen. Was hat uns die letzten Jahre denn gebracht? Dieses Schönreden von Spielen, von Saisonergebnissen, Saison-Nachanalysen, auch das finanzielle Thema selbstverständlich, was hat uns denn immer wieder gebracht? Da haben wir da einen neuen Hauptsponsor gehabt und dann haben wir da mal einen Sponsor an Land gezogen. Das sind im Endeffekt Peanuts gewesen. Ich rede jetzt gar nicht von den Investoren, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, aber diese Schönrednerei, weil man sich nicht eingestehen konnte, wenn man Fehler gemacht hat, man sitzt es dann aus in der Hoffnung, dass es besser wird. Wir können die letzten Trainerentlassungen als Beispiel nehmen. Ich weiß nicht, wie viele Trainer wir jetzt hatten in den letzten Jahren, die die ganze Zeit nach einer Vorbereitung entlassen worden sind. Ob es der Sommervorbereitung, der Hildmann, korrekter Typ und alles. Aber du hast ja schon gemerkt, dass ich war damals in Pirmasens bei dem Pokalspiel gegen Worms. Worms ist abgestiegen eine Woche vorher in die Oberliga, Regionalliga-Absteige, dann glaube ich, das ganze Spieljahr kein Spiel gewonnen gehabt, ohne das jetzt falsch zu sagen, aber die haben fast kein Spiel gewonnen. Und da haben wir uns da mit Mühe und Not zum 2-1-Sieg errungen und haben uns da gefeiert, als ob wir die Champions League gewonnen haben. Und da habe ich mir auch gedacht, ey, ich kann mich da jetzt nicht, schön, dass wir weiter sind vom Finanziellen und der FCK gehört natürlich in den DFB-Pokal, aber wie man das wieder als, man muss erst auf die heiße Herdplatte anscheinend lang und sich verbrennen, um was zu merken. Die hätten das erst gemerkt, wenn sie verloren hätten. Dann hätten sie, ach ja, gut, wir haben gegen Worms verloren. Oh, es ist vielleicht ja doch nicht alles so gut. Und dann wurde das wieder schön geredet. Ach, das war ja ein Pokalspiel und das kann immer passieren. Andere wären froh, wenn sie da drin wären. Ja, aber das kann nicht unser Anspruch sein. Ja, und das ist dieses Denken, was wir da haben. Das hat uns auch dahin gebracht, wo wir sind, leider. Und mein Ansporn ist es, diese Dinge, und mir ist es auch egal, ob da ein Investor sitzt oder ob da ein Herr Merck als bekannteste Persönlichkeit sitzt oder ein Herr Weimer, der mal in einem Vorstand in Freiburg war, die kriegen die Meinung von mir gesagt. Das soll jetzt aber nicht böse klingen, dass ich jemand um die Ohren schreie oder frech werde, sondern ich habe damit kein Problem, weil es geht um den FCK. Wenn ich Fehlentwicklungen sehe und Dinge, wo ich sehe, Mensch, das könnt ihr so nicht nach außen kommunizieren. Ihr wisst doch gar nicht, wie das bei den Fans ankommt. Ich möchte ein gutes Beispiel machen. Der Marius Müller haben wir damals ja ausgeliehen von Leipzig. Da war damals der Meier noch Trainer. Das war in dem Jahr, wo wir abgestiegen sind. Ich meine, Business as usual und wir sind hier ein Profiverein, alles in Ordnung. Aber man muss doch wissen, wie kommt denn sowas bei den Fans an, wenn man einen Spieler von Leipzig ausleiht? Ja. Besonders einen, der dann noch vorher wegen Geld vielleicht weg ist, vermutlich, ja. Und es sind dann so Dinge, wo ich sage, Mensch, die entscheiden hier, reden von Werten des FCK, treten sie aber dann auf der anderen Seite komplett mit Füßen. Und wir Fans, Mitglieder und wo den Verein im Herzen haben, die sitzen nur noch da und schütteln den Kopf. Und es ist das, was ich ändern möchte, dass dieser pragmatische Blick wiederkommt, dass ich den Leuten sagen kann, egal welchen Alter und welchen Rang die haben und was die schon in ihrem Leben erreicht haben. Wir sind ja beim FCK und wir sind auch, wie ich vorhin gesagt habe, nur beim e.V. im Anführungszeichen. Und ich bin da auch realistisch genug,
dass mich da niemand von den Herren, wenn das denn so kommen sollte, in den Beirat berufen wird. Ich bin der Realist, ich kann das einschätzen. Ja, und man soll auch nicht sich selbst überschätzen, das ist vollkommen klar. Und in anderen Vereinen, da weiß man gar nicht, wer im Aufsichtsrat ist. Ich glaube nicht, dass es bei anderen Vereinen so Formate gibt wie bei dir hier, dass hier eine Stunde lang ein Interview gemacht wird, Aufsichtsratskandidaten. Die wissen wahrscheinlich gar nicht, wer da im Aufsichtsrat sitzt. Also das darf man auch nie vergessen. Wir machen uns hier auch ganz schöne Mühe alle. Und das ist halt da auch der FCK. Das muss man auch so akzeptieren, ja. Jetzt, ich will ja nicht, ich muss ja neutral bleiben. Von daher. Brauchst du nicht, egal. Ja, ja, kommentiere ich jetzt so ein paar Sachen einfach nicht. So. Würde ich aber sehr gern. Also wenn wir jetzt beispielsweise bei einem Bier sitzen würden, ich glaube, wir würden labern bis morgen früh um 4 oder so. Okay, gut. Du hast jetzt deine Motivation beschrieben, ne? Also was dich dazu treibt, dich für den Aufsichtsrat zu wählen. Du hast gerade aber eben gesagt, nur der e.V. Der e.V. ist ja aber nicht nur der e.V., sondern das ist der e.V. Um den geht's. Und das ist ein Punkt, den ich den anderen Kandidaten auch genannt habe, der mir sehr am Herzen liegt. Und zwar, was denkst du denn, wie ist es denn möglich, da wieder in ruhiges Fahrwasser zu kommen, wenn ich das mal so sagen darf? Also das heißt, wie kommt man denn jetzt von diesen Schulden weg? Als allererstes Mal ist es wichtig zu wissen, ob der aktuelle Aufsichtsrat oder die Vereinsführung schon Schritte unternommen hat, die schon erfolgt sind oder die erfolgen und man hat überhaupt keinen Einfluss mehr darauf. Da hoffe ich mir am Freitag Klarheit und das werde ich auch am Freitag ansprechen, weil wir können jetzt viel über Lösungsmöglichkeiten sprechen. Wenn jetzt schon was gemacht worden ist, dann ist es vielleicht positiv, aber hätte für mich ein bisschen einen Beigeschmack, weil vor der Wahl sowas zu entscheiden, und die Leute dann vor veränderte Tatsachen zu stellen, wäre eventuell, fände ich nicht besonders gut. Ich habe mir über das Thema natürlich auch Gedanken gemacht und es sind ja jetzt, wenn es noch aktuelle Zahlen sind, circa 5 Millionen, die ja offen sind. Und das Thema Aktien, diese 2,5 Millionen für die KGA, das würde ich zum Beispiel überhaupt nicht machen, weil was man hat, das hat man, das ist Löcherstopfen, ist das. Und warum sollte man diese Werte abgeben? Was ich als Möglichkeit sehen würde, wenn das auch rechtlich so vereinbar ist, man könnte zum Beispiel ganz pragmatisch, wenn wieder Ticketverkauf ist, 1 Euro von den Tickets an den e.V. direkt zukommen lassen. So wirklich auf ein Konto gehen vom e.V., wo für die Schuldentilgung gedacht ist. Oder auch hier ganz pragmatisch gedacht, wenn Spiele wieder sind mit Fans, dass der e.V. in jeder Tribüne des Stadions einen eigenen Verkauf hat und die Gewinne gehen auch an den e.V. Oder man guckt sich die Mitgliedsstruktur an und bietet freiwillig vielleicht erstmal an, dass jeder, der sich zu Beruf fühlt und jeder, der sagt, ja, ich will mit anpacken und die Leute wollen mit anpacken, das weiß ich, ihr dürft auch einen höheren Betrag euch aussuchen als Mitgliedsbeitrag, ja. Geld sparen ist immer so eine Sache. Das wird ja auch teilweise umgeschichtet von der KGA. Da hängt auch noch die Betze-Anleihe mit drin. Die muss ja auch irgendwann, Gläubiger gab es ja. Ich weiß, dass Leute von mir Post bekommen haben. Da sind auch noch Sachen offen. Mhm. Aber man muss ja wirklich Ideen haben. Und wenn man diese Zahlen null erreicht hat, und man will wieder schwarze Zahlen schreiben, dann muss man auch wissen, welche Fehler man damals gemacht hat. Ja, weil wir haben nichts davon, wenn wir jetzt unsere Anteile veräußern, in unsere 2,5 Millionen Aktienwerte, wenn wir dann 3 Jahre später wieder dastehen. Ja gut, aktuell geht das ja nicht, ne? Aufgrund dieser hohen Steuern. Aktuell geht das nicht vor 2025 oder Ende 2024 wegen steuerrechtlichen Problemen. Wobei, da bin ich gerade Fachmann, das sage ich ganz ehrlich, ich habe mich da etwas durchgelesen und habe in der Familie da Unterstützung, weil mein Cousin Finanzfachmann ist, der hat mir das näher erklärt und ich habe es im FCK angesprochen und weiß darüber Bescheid, sagen wir mal so, ja. Ja, das ist so ein Punkt. Oh, bitte?
innovative Ideen sind hier angebracht und nicht, ich nehme hier wieder mal einen Kredit auf und das hatten wir alles schon. Ja, ja, weil das ist so der einzige Punkt. Ich glaube, da habe ich an anderer Stelle auch schon erwähnt, deswegen ist es jetzt, denke ich, nicht schlimm, weil es nicht das erste Mal ist, wo ich das jetzt sage. Und so, halt dich fest, halt die Kappfisch. Nee, es wird zwar gesagt, können wir jetzt nicht verkaufen, weil Steuerlast und so, ne, viel zu hoch und so. Aber man kann sie verpfänden und das ist so das, was mir Bauchschmerzen macht. Nicht, dass man das kann, nee, aber dass darüber nicht gesprochen wird. Dass an der Stelle einfach Mucksmäuschen still plötzlich ist und diese Möglichkeit nicht mitgeteilt wird. Und das ist so, das schwingt irgendwie negativ für mich auf, aber das sag ich, du sagst nicht du. So. Ich habe das bei dir, fairerweise muss ich das sagen, ich habe das noch nicht gehört, dass diese Möglichkeit besteht, außer bei dir. Und ich weiß nicht, wo du das her hast. Kann ich nicht, vielleicht kannst du es ja sagen oder auch nicht. Weil je nachdem, von wem das kam. Oder ich glaube, offiziell habe ich dann irgend so was davon gelesen. Offiziell. Aber das ist ja auch wieder das Thema, das wenn man sagt, Fansäule öffnen. Das wurde auch immer wieder gesagt. Und dann im Endeffekt war es von Anfang an klar, dass es in den ersten Jahren oder Zeit gar nicht möglich ist. Und das ist, glaube ich, derselbe Gedanke, den du hast, dass es ein bisschen ein Geschmäckle hat, wenn man das nicht anspricht, dass diese Möglichkeit besteht. Genau, ich unterstelle keinem was, um Himmels Willen, ne? Aber ja, ich finde es einfach nicht okay, wenn man das einfach so ein bisschen außen vor lässt. So. Vielleicht gibt es auch ein Mitgliedervotum dafür, eine Abstimmung wäre vielleicht auch für wenn man verschiedene Innovationen einbringt und verschiedene Vorschläge macht, vielleicht ist es auch möglich, dann die Mitglieder mit einzubeziehen und zu sagen, hey, wir entscheiden uns für dieses Modell zur Entschuldung des e.V. Und da gibt es verschiedene Sachen, die ich jetzt mal so daher gesagt habe, als junger 34-Jähriger. Aber es muss doch zumindest mal Ideen dafür geben, die jetzt nicht sagen, wir nehmen einen Kredit auf oder wie du jetzt gesagt hast, mögliche Verpfändung. Das kann ja kein Ziel sein, weil es hängt eine Jugend auch da hinten dran. Ja. Ja, es hängen Jugendliche und Kinder hinten dran. Das darf man nicht vergessen, ja. Wie soll ich denn sagen? Achso, gerade eben sagst du noch, da hast du nichts Offizielles gelesen. Genau das ist ja der Punkt, ja, den ich da angesprochen habe. Ne? Das heißt, das hat niemand vom FCK gesagt. Und das prangere ich ja sozusagen an. Ne? Oder ich prangere das nicht an, aber ich merke das an. So. Aber Thema erledigt. Ja, es ist keiner auch drauf eingegangen, ne, glaube ich, im FCK. Nee, leider nicht. Und das ist so, ja, der Punkt, ja, wie gesagt, der stößt mir so ein bisschen sauer auf. Aber ist okay. Gehen wir mal weiter, ne? Also so viel dazu. Thema NLZ ist ja auch noch so ein Thema. Also das heißt, es gibt diese ganzen, mit was hast du dich denn eigentlich seit deiner Kandidatur schon auseinandergesetzt? Also gibt's da irgendwas? Du meinst jetzt, was anzugehen ist? Oder ja, beispielsweise sprach der Kandidat Koblicek, der Herr Koblicek, Entschuldigung, sprach davon, dass er beispielsweise schon auf der Geschäftsstelle war und hat in die Zahlen geguckt. So. Ja. Sowas in die Richtung, Zahlen, warst du irgendwie schon aktiv? Ja, das habe ich noch nicht getan, weil ich auch da ganz klare Kante fahre und sage, das ist nicht mein Spezialgebiet und ich würde mich auch nicht als Finanzforscher oder irgendwas bewerten. Man muss davon, wenn man da drüber schaut, das erkennen, um was es geht und auch die Zahlen richtig deuten können. Das habe ich gesagt, ich bin Realist und wenn ich gewählt werden sollte oder die Möglichkeit besteht, dann bin ich auch jemand, wo sich das mitnimmt und das anguckt und in vertrauten Kreisen darüber gucke und dann kann ich mir auch eine Meinung darüber bilden. Deswegen ist es schwer, was darüber zu sagen, was jetzt dieses Thema, wie ist der aktuelle Kontostand betrifft. Da bin ich auch ganz ehrlich und sage, da bin ich kein Fachmann, was das betrifft, aber wir brauchen keine 5 Finanzmänner im Vorstand. Ja, das genau. Ist auch klar. Das ist eine sehr gute Antwort im Übrigen, denn jetzt kann ich meine Anschlussfrage stellen. Thema Teamwork. Ne? Also ist es dir ganz egal, bitte. Das habe ich auch jedem anderen gesagt. Das habe ich auch jedem gesagt.
ich möchte nicht, dass hier irgendwo, also Finger in die Wunde legen ist okay, aber nicht irgendwie mit dem Finger auf Leute zeigen, ja, ne? So. Absolut. Davon gehe ich aber auch nicht aus, dass du das jetzt machst. Aber ich will es trotzdem gesagt haben. Ist es dir egal, wer mit in dieses Gremium kommt, falls du, also falls gesetzt den Fall, dass du hineingewählt wirst, ne? Das ist ja immer noch so ein Faktor, erstmal reinkommen. Ja. So. Ist es dir dann egal, mit wem du da sitzt? Wie stehst du zum Thema Teamwork? Oder gibt's vielleicht eine Person oder zwei oder irgendeine Konstellation, vielleicht auch gar nicht, was die Person an sich betrifft, wo du sagst, oh nee, dann macht's alleine. Also ich hatte mit einem Aufsichtsrat Kandidaten ein Gespräch letztens. Mhm. Und dieser Herr sitzt aktuell im Aufsichtsrat. Und daher weiß ich, also weiß es halt seine Sicht der Dinge, was hier so falsch ist und was das Hauptproblem ist. Das Hauptproblem ist, was das Thema Innovation und Blockieren betrifft, das Abstimmungsverhältnis. Mhm. Das ist in den meisten Fällen, wie mir das dem Herrn gesagt worden ist, 3-2. Und ich sage persönlich, ich bin jemand, der die Leute überzeugen will. Und wenn es eine Konstellation sein sollte, wie vielleicht jetzt, dann muss man auch damit arbeiten. Und auch den Leuten, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, den Leuten musst du aber auch klar machen, dass keiner was davon hat, wenn man irgendwelche Innovationen und irgendwelche frischen Ideen blockiert aufgrund Eitelkeiten. Oder aufgrund von, ach Gott, ja, der ist ja 34 oder ach, der ist ja gar nicht, hat ja war kein Profi oder was auch immer. Das betrifft ja nicht bloß mich. Und wenn man schon im Gremium nicht auf Augenhöhe miteinander spricht, dann tut man es ja auch nicht den Mitgliedern und Fans gegenüber. Das ist die andere Schlussfolgerung dadurch. Die können jeden reinwählen, wenn sie möchten. Das ist eine demokratische Wahl und jeder hat die auch zu akzeptieren. Ich kann natürlich in meinem Gedanken sagen, oh, könnte ich mir vorstellen, mit dem wird es besser laufen, mit dem wird es nicht besser laufen. Trotzdem ganz neutral gesagt, fände ich es interessant, wenn 5 neue Leute in dem Aufsichtsrat wären, rein durchgedacht, weil es sehr viel neue Innovationen reinbringen würde und eine ganz andere Denkweise. Ob es dann im Kern positiv wäre, weil hier wurde ja auch schon einiges an Vorarbeit geleistet, und da ist ja eh nicht passiert, ist es ein Hirngespinst. Aber der Gedanke wäre ganz interessant, was passieren würde an neuen Sachen, an Innovationen, an Aufgaben, die man angehen kann, wenn hier jetzt 5 Leute drin sitzen, die, wenn die jetzt zurücktreten, die jetzigen, alle 5. Dann gibt es Neuwahlen, das ist wieder was anderes. Aber wenn jetzt 10 Kandidaten wären, plus 3, dann wäre es eine ganz andere Situation. Aber Thema Teamwork. Ich handhabe es immer so, behandle die Leute und die Menschen so, wie du selbst auch gern behandelt werden möchtest. Das ist mein Leitbild. Und wenn man da mal drüber hinausschießt, dann ist es für mich eine Menschlichkeit. Und ich sage immer, ich bin ein Typ mit Ecken und Kanten. Im ganzen Leben. Ob es auf der Arbeit ist, privat, im Fußball, im Sportlichen. Aber ein Typ mit Ecken und Kanten, der stoßt halt auch mal an, weil er Ecken und Kanten hat. Mhm. Und ich bin kein allglatter Typ. Und ich bin keiner, der sich bückt und sich klein macht. Ich diskutiere es aus und wenn ich dann aber sehe, okay, ich war hier auf dem falschen Dampfer, ich habe nicht recht gehabt, dann bin ich jemand, der sagt, ich stehe dazu, okay, ihr habt recht, ich gebe euch meine vollste Unterstützung. Das ist auch, was ich gesagt habe, was mir so ein bisschen bei manchen Kandidaten fehlt. Wenn die Wahl am Freitag entschieden ist, alle Leute, die gewählt werden, die haben meine vollste Unterstützung. Ich bin keiner, der danach vom Berg runtergeht und murrig ist und meld mich morgen ab und guck mir kein Spiel mehr an. Deswegen bin ich nicht angetreten, um mich hier zu sagen, ach Gott, ich will jetzt hier Erster werden. Ja, also ich leide nicht an Realitätsverlust. Und ich möchte es auch ganz klar sagen, mein Ziel ist es, auf die Nachrückerliste zu kommen. Ich bin realistisch genug. Und ich finde, wie ich es auch von Leuten gehört habe, mal nicht schlecht, dass mal jemand auch Jüngeres diese Verantwortung übernehmen möchte, weil das hatten wir so in der Form noch nie. Und alles weitere, Teamwork, ja, ich kann für mich sprechen, aber ich bin auch ein Leitwolf und jemand, der das kann. Aber ich weiß natürlich auch, wo man sich einzuordnen hat, in welcher Hierarchie. Das ist mir vollkommen bewusst. Und das sollte keiner bitte sich selbst überschätzen. Da muss jeder wissen, wo er herkommt
und was er für Qualifikationen auch mitbringen kann. Das ist ganz entscheidend. Aber ich kann nur für mich reden. Und ich weiß, dass es in den letzten Jahren wurden immer Reden geschwungen vorher, wir sind ein Team und wir werden das zusammen hinbekommen. Und einen Tag später, da war das schon alles vergessen und es war Wahlkampfgeschwätz, wie in der Politik teilweise es leider vorkommt. Ja, nichts anderes. Deswegen wollte ich dieses Wort Wahlkampf, wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, in dem Fall einfach vermeiden, weil für mich geht es um den FCK und ich bin da geradlinig und ich habe auch immer gesagt, ich verteidige den FCK, aber ich kritisiere ihn auch. Wenn es angebracht ist, und das ist auch wieder ein Thema, angebracht, wer kann das beurteilen? Das ist für mich vielleicht angebracht, aber für jemand anders ja vielleicht nicht. Ja, du hast jetzt auch vorhin gesagt, du kannst jetzt, sagst jetzt dazu nichts. Ja, das ist ja vollkommen logisch. Jeder hat seine Meinung und wir können auch nicht jede Meinung in dem Aufsichtsrat mitnehmen. Das funktioniert nicht. Ich kann auch nicht für jeden da sprechen. Das ist auch vollkommen klar. Ich sehe mich auch nicht als Fanvertreter, der ich kann nicht für jeden Fan sprechen. Man kann mich kontaktieren und das ist gar kein Problem. Aber dann kriegen die Leute eine klare, ehrliche Meinung von mir. Und wenn es keine Internas sind, die man nicht sagen darf, dann ist es auch in Ordnung, wenn man mit den Leuten spricht. Und ich habe auch gesagt, ich bin vor Ort. Ich wohne hier in Ludwigshafen. Wenn der FCK anruft, in einer halben Stunde über die A6, wenn es sein muss, der Rekord liegt bei 25 Minuten nach der Arbeit von Ludwigshafen nach Nordrhein. Ja, war ein Abendspiel. Da hat das schnell gehen müssen. Also ich bin vor Ort und brauche einen Privatjet als allererstes mal, um hier zu einer Sitzung zu kommen. Oder wenn es sonntags morgens ein Treffpunkt ist, dann bin ich vor Ort und bin da. Und das ist halt auch, was mir so ein bisschen aufgestoßen ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, was für Leute sich beworben haben. Und ich möchte es auch nicht auf die heutigen beziehen, weil das wäre dann wieder unfair, wenn ich das machen würde. Und das bin ich nicht, der sowas sagt. Es haben sich Leute beworben, die offensichtlich keinen Bezug zum FCK hatten und sich vielleicht irgendwelche Posten dadurch erhofft haben oder im Mittelpunkt stehen wollten, ihren Namen präsentiert haben wollen. Und ich hatte auch zum Beispiel einer gefragt, warum trittst du hier an? Willst du Trainer werden? Ich sagte, ich habe zwar hoffentlich demnächst bald eine P-Lizenz, aber du erstmal musst du Fußballlehrer überhaupt sein. Mhm. Und also die Leute haben teilweise Gedanken und wissen gar nicht, was dahinter steckt. Und das Team steht im Vordergrund, aber man muss auch Mut haben, Entscheidungen zu treffen. Und wenn eine Entscheidung 3-2 ist, innerhalb, intern bei einer Entscheidung, oder eventuell 4-3, wenn noch welche nachberufen werden sollten, auch das ist ein Thema, das hätte ich gerne angesprochen. Warum hat man das damals gemacht und ist das eine Option für jetzt? Und wenn nicht, warum nicht? Das ist überhaupt bisher komplett unter den Tisch gefallen, das Thema, den Aufsichtsrat wieder aufzustocken. Ja. Und das sage ich, wenn du intern 3-2 oder 4-1, die unterlegene Partei, die unterlegene Menschen, die dagegen gestimmt haben, die müssen aber öffentlich einer von den anderen sein, die dafür gestimmt haben. Ansonsten, wenn man nie auf den grünen Nenner kommt, das funktioniert nicht. Wenn der eine oder die zwei, die hier unterlegen waren in einer Abstimmung, schmollend rausgehen, dann wischen sie dem das nächste Mal einen aus, wenn der für was anderes stimmt und das ist dann auch wieder ein Hin und Her und das ist überhaupt nicht zielführend. Und wenn ich 4-1 bin und ich habe eine Meinung, sage ich, hey, Männer, ich sehe das anders aus den und den Gründen, aber ihr habt meine vollste Unterstützung, ihr habt mein vollstes Vertrauen und das ist für mich Teamwork, dass man miteinander redet und nicht übereinander. Ja. Tolle Worte, muss man sagen. Nun, jetzt gibt es so bestimmt so 2-3 Dinge, die sich ja so jeder Kandidat halt auf die Fahne geschrieben hat, ne? Ist ja ganz klar. Bevor wir aber zu den 3 Punkten kommen, die vielleicht du unbedingt anpacken willst, ne? Du hast jetzt natürlich viel darüber erzählt, was du gerne alles anpacken möchtest. Also vielleicht nochmal so als kurzer Zusammenriss. Davor aber noch die Frage, weil das viel zu kurz kam, glaube ich. Was machst du eigentlich beruflich? Ich arbeite in der verbotenen Stadt in einem Zahnlabor, in einem Dentallabor mit der technischen Assistent und bin auch unterwegs auf der Straße und besuche die Ärzte hier in der Region, mit denen wir zusammenarbeiten, holen Modelle ab, bringen Modelle auch vorbei und spreche mit denen darüber, was gemacht werden muss. Und je nachdem, was es ist, mache ich es dann selbst. Das ist eine tolle Arbeit. Montags bis freitags, es kollidiert mit meiner Freizeit nicht. Und das ist mir immer ganz wichtig, Lebensqualität. Ich nehme keine Arbeit mit nach Hause, ja. So, wie geht's dann mit dem FCK-Thema? Das nimmst du dann sehr wohl mit?
Das nehme ich immer mit. Also wenn ich morgens aufstehe, ich habe die Rheinpfalz E-Paper, da guck, geht jeden Morgen der Blick, meistens ist es ja schon abends irgendwo drin, wird sich das morgens durchgelesen. Also ich beschäftige mich ja täglich damit. Und ja, ich habe das auch dem Ehrenrat gesagt, weil das Thema Verfügbarkeit war, wie ich mir das rausgehört habe, beim Ehrenrat ein großes Thema, weil sie es vermeiden wollten, wie in den letzten Jahren oder auch in diesem Aufsichtsrat muss es wohl so gewesen sein, dass viele Sitzungen immer wieder verschoben worden sind. Das war auch ein ganz logischer Grund, warum man viele Sachen nach hinten verschoben hat. Wir haben uns da immer gewundert, das ist noch keine Entscheidung, jetzt haben wir es nochmal 14 Tage verschoben, die Mitgliederversammlung selbst. Ja, das war auch ein großer Mitgrund, wie ich das gesagt bekommen habe, durch die Blume, dass viele Leute einfach nicht verfügbar waren und diese, ich will keinen politischen Begriff nennen, aber diese Blockadehaltung dann von manchen, wenn man es dann vielleicht noch extra macht, dieses Rauszögern, das ist halt dann nicht zielführend. Und das sage ich dann, wenn du dann sowas schon vermutet hast vielleicht und kriegst es dann noch durch die Blume ein bisschen gesagt, ja, da sage ich, okay, gut, dass ich angetreten bin, weil ich mache sowas nicht. Und dann hätte man schon mal einen, der das nicht macht. Ja, und okay. Du kannst die anderen auch darauf hinweisen, auf ihr Verhalten. Okay, so. Wir hätten jetzt noch ein bisschen Zeit, ne? Also, was willst du denn unbedingt noch loswerden? Weil ich bin mit meinen Fragen, die ich eben gestellt habe, zumindest bin ich durch. Das ging sehr schnell. Was mir ein wichtiger Punkt ist, ich wurde schon oft angesprochen, kannst du das ab, die Kritik, du Ach so. Stehst etwas im Mittelpunkt. Also so diese Durchsetzungsvermögen oder sowas, ne? Und ja, das bringt den Haifischbecken rein dort, in diesem Metier, du kommst ja da gar nicht her. Ich habe jetzt aber viele Gründe dafür genannt, die für mich sprechen, wo ich sage, das tangiert mich nicht, weil für mich geht es um FCK und das Haifischbecken ist es draußen herum. Aber ich bin, wenn ich das sagen darf, und ich bitte, nimmt mir keiner übel, ich bin FCK-Experte. Die könnten mich jetzt bei der Telekom einladen und sicher ganz viele andere, die hier zuhören und auch vermutlich dich, ohne jetzt Honig ums Maul zu schmieren, du könntest in dem Interview bei der Telekom, wenn dann ein Spiel wäre, mehr über unseren Verein oder über das Spiel auch taktisch sagen, wie manch andere, die vielleicht hier einen Posten haben. Und das sind halt diese Dinge, die ich auch gerade rücken will, dass sowas halt nicht passiert, dass wir Leute haben, die sich in die Öffentlichkeit stellen und die sagen was und du schüttelst einfach bloß im Kopf und du denkst, nein, das hat er jetzt aber nicht wirklich gesagt. Und ja, das ist für mich einfach ein großer Grund, ja. Okay. Drei Punkte in kurzer Zusammenfassung. Was willst du unbedingt angehen und bist du dir im Klaren, ob das eine oder andere ein bisschen längerfristig funktioniert erst? Oder sagst du irgendwie, drei Punkte, die kriege ich alle durch? Nee, das wird sicherlich nicht möglich sein von heute auf morgen, aber das Ansprechen und diese ich habe schon von vielen gehört, Pläne, wir müssen einen Plan machen. Drei-Jahresplan, Fünf-Jahresplan hat man schon vor ein paar Jahren mal gehört, wir müssen in 5 Jahren auf dem Level von Werder Bremen sein. Ich weiß nicht, wer das war damals, ich glaube, der Herr Klatt oder der Bader war das gewesen. Ja, Halleluja. Hat ja fast geklappt, ja. Also wenn Bremen abgestiegen wäre, dann hätte es ganz knapp geklappt. Ja, aber knapp, dann wir aufgestiegen wären, ja. Also, zeitnah ist das Ziel aufzusteigen. Aber das erreiche ich nicht durch Reden. Und Hansa Rostock spielt seit 2013 in der dritten Liga. Und die haben auch eine riesengroße Fanszene und die haben ein kleineres Stadion wie wir. Und was prädestiniert uns, dann haben wir jetzt die letzten Jahre so tolle Arbeit geleistet, dass wir uns jetzt, wenn wir eine Klassenerhalt schaffen, nächstes Jahr hinstellen wieder und von Aufstieg wieder reden. Da machen wir uns komplett unglaubwürdig. Und das Problem an der Kiste ist, die anderen Spieler, die anderen Mannschaften, die sind dann besonders motiviert gegen uns. Ach Gott, der FCK, die nennen sich Favorit. Ah, denen geben wir, wenn sie kommen. Die rennen, da rennen wir mehr. Und das muss auch jedem Spieler klar gemacht werden. Das kann ich nicht tun als Aufsichtsrat. Aber ich kann es vielleicht Leuten, die mit den Spielern im engeren Kontakt sind, weitergeben. Die Spieler, die hierher kommen, denen musst du sagen, die müssen hier mehr machen bei uns. Das reicht nicht, Dienst nach Vorschrift zu machen. Wie oft haben wir denn schon gesagt, ach Gott, wenn die gegen der FCK spielen, da sind die besonders motiviert. Sandhausen, wie oft haben wir schon in Sandhausen verloren? Ich fahre nicht mehr hin, es ist eine absolute Katastrophe dort, sich gegen den, Entschuldigung, ja, die machen gute Arbeit, gegen den Dorfverein jedes Mal zu blamieren. Ja, aber warum? Die sind bis unter die Haarspitzen motiviert, wenn die gegen uns spielen und da müssen unsere Spieler wissen. Und das hat mit Tradition und Rucksack und Ballast überhaupt gar nichts zu tun. Sie müssen wissen,
dass die Mannschaften, die gegen uns spielen, im Normalfall das als besonderes Event sehen. Das streichen die sich im Kalender an. Die dürfen hier im großen Stadion spielen. Ja, und dann sieht man mal, gegen wen wir gewinnen. Das ist dann meistens Uerdingen, gegen die wir gewinnen jedes Jahr. Ja, warum? Warum? Weil die natürlich ein Retortenverein sind. Die haben überhaupt keine. Die Spieler von denen juckt es nicht, ob die hier spielen bei uns oder nicht. Die sind ja nicht motiviert. Aber das kleine Meppen, wenn wir da spielen, da haben wir schon oft auf die Mütze bekommen als Beispiel. Und das musst du den Spielern klar machen. Wenn du die holst, mentale Stärke muss da sein und der Wille, mehr zu machen als die anderen. Und wenn es eine Trainingseinheit mehr ist und wenn es im Kraftraum eine Einheit mehr ist, du musst das mehr machen, sonst hast du hier in den nächsten 10, 20 Jahren keinen Erfolg. Weil wir haben jetzt auch nicht die finanziellen Mittel, dass wir uns den Aufstieg erkaufen können. Das muss auch jedem klar sein. Das hört sich immer so toll an. 11 Millionen oder 12 von den Investoren und da ist noch der Hauptsponsorvertrag dabei und bla bla bla. Ja, aber wir können das ja nicht komplett in die Mannschaft stecken. Ja, das darf man nie vergessen. Und wir müssen die Spieler, und sehr interessant, dass andere mittlerweile meine Worte benutzen, andere Kandidaten, das kann ich jetzt einmal sagen. Gestern der Herr Zender hat meine Worte gewählt, die hat er sich abgeschaut, hundertprozentig. Ich habe gesagt, man muss die Spieler fördern, aber auch fordern. Und ich habe Kontakte, das ist vielleicht jetzt, um diesen Bogen zu spannen, Marc, es tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen ausgeholt habe. Ja, alles gut. Ich habe Kontakt alles noch in der Zeit. Nach Mannheim, Achtung, Puls runterfahren, kleine Schnappatmung, zu den Adlern nach Mannheim. Ich wollte super geile Tradition. Ich habe schon gemerkt, ich habe schon gedacht, du bist nicht mehr da. Nein, habe da Kontakte zu Leuten, die dort im Marketing, im Management unterwegs sind, auch im Pressebereich tätig sind. Wahnsinn. Oder auch ich kenne Leute, die dort in der Jugend gespielt haben, bei den jungen Adlern. Und weiß, natürlich steckt da viel Geld hinten dran auch. Aber die lassen sich das halt auch, egal was es ist, kosten, dieses Geld. Und aus dieser Jugendakademie, die jungen Adler, das sind die Beste in Deutschland. Der Tim Stützle, der spielt jetzt in der NHL, der kam von den Jungadlern. Ja, der Moritz Seider, der spielt jetzt in Detroit, hat den Sprung jetzt fast schon geschafft, beziehungsweise aktuell spielt er in Schweden, weil er ausgeliehen ist. Das sind Wege, wo sich das auszahlt. Und die kriegen dafür keine Ablöse. Das darf man nicht vergessen. Im Eishockey werden eigentlich fast keine Ablösen bezahlt. Das wird mit allen Verträgen und der eine kriegt dann ein Transferrecht. Das wird dann so gehandhabt. Da gibt es keine Millionen Ablösen. Das ist, wenn da mal eine Ablöse von 50.000 bezahlt wird, dann ist das viel. Und diese Jugendarbeit dort, ich bin auch öfters da drüben und guck mir in den Nebenhallen, wo es noch möglich war, Trainingseinheiten an. Und jetzt mögen manche am Stammtisch sagen, also guckt er sich Eishockey-Trainingseinheiten von der Jugend an oder von denen. Aber es ist auch eine Herangehensweise, dieses ganze Konzept, was dahinter steckt. Das ist eine Marke. Man hat beim FCK, Fröner Hof, ja, da müsste man sich vielleicht auch mal einen frischeren Namen überlegen für unsere Jugend. Die Jungteufel zum Beispiel, als Beispiel. Mhm. Oder innovative Sachen, wo man sagt, hey, man nimmt jetzt hier was mit und ich habe da die Kontakte hin und das ist auch was, was ich nicht beurteilen kann. Vielleicht gab es da ja schon mal Kontakte untereinander. Ich glaube aber, wie ich das auch schon, ich habe teilweise nachgefragt, dass man sich da zu fein war, mal über den Tellerrand zu schauen. Ich glaube, es war damals beim HSV der Bernhard Peters, der ehemalige Hockey-Nationaltrainer. Der wurde auch etwas komisch beäugt, weil er mit dem Headset am Rand gestanden hat, wie beim Football. Aber er hat sehr viele innovative Sachen damit reingebracht und mittlerweile, ich glaube, ist er beim DFB, ich weiß es gar nicht jetzt, wo er aktuell ist. Mhm. Und genauso habe ich noch Kontakte, vor allem mal was das Sportliche und was es drumherum betrifft, zu den Eulen nach Ludwigsheim, zu den Handballern. Auch hier ein Verein, der mit sehr wenig Mitteln jetzt schon relativ lang im vierten Jahr jetzt in der Bundesliga spielt. Und dieser Zusammenhalt dort erinnert mich an den FCK. Das ist einfach Wahnsinn. Die haben T-Shirts, verkaufen die Revierverteidiger, haben die da draufstehen auf den T-Shirts. Geile Sache. Ja, die haben Fanbusse, die fahren da mit 100 Leuten irgendwo hin, da haben 30 Trommeln dabei. Da gibt's keine Trainerdiskussionen dort. Das hat's noch nie gegeben. Aber auch, weil sie halt einen Trainer haben, der charismatisch ist und der was darstellt und weiß, was hier für Möglichkeiten sind und was hier für Möglichkeiten nicht sind. Dann sind wir wieder beim Thema Realität. Und da habe ich auch Kontakte, was das betrifft. Und diese möchte ich dem FCK zugutekommen lassen. Mhm.
Und wenn es nur und ein ganz wichtiges Thema, das Thema Charity, das möchte ich nach vorne bringen beim FCK. Ich weiß nicht, inwieweit du schon mal in Mannheim warst, bei den beiden Adlern. Da ist einmal im Jahr ein Spiel des Herzens. Und da werden vorm Spiel für 2 Euro so Anpin-Herzen. Die blinken dann ganz toll. Und du kannst auch mehr geben. Und das ist jedes Jahr ein Riesen-Highlight. Und das kommt dem Rossis Kids Corner zugute oder dem Kinderkrankenhaus. Und sowas würde ich mir, und da wird vorher das Licht ausgemacht vorm Spiel. Und dann leuchten da die Herzen. Kurz vor Weihnachten ist es meistens bei irgendeinem Heimspiel. Und sowas könnte ich mir bei uns auch vorstellen. Die Farbe Rot dominiert ja bei uns. Das wäre eine geile Sache. Oder man bringt Teddybären mit und werft sie aufs Spielfeld. Teddybär-Toss nennt sich das. Und ich möchte damit auch den FCK wieder beliebter machen, so plakativ und leicht, wie das klingt. Weil, also man braucht bloß Berichte und Pressemitteilungen lesen. Das Feedback ja nicht nur von uns, sondern von vielen anderen Fans, ja, die lachen ja darüber. Egal, was sie schreiben, da kommt vor 2 Monaten war das, glaube ich, der Vogt. Wir haben den Aufstieg noch nicht abgeschrieben. Ja, okay. Okay, das war bloß 15. Aber wir können ja, also das meine ich. Und da will ich ein besseres Bild zeichnen und das mit auf den Weg geben, dass hier die Möglichkeiten bestehen, das Thema Charity viel weiter nach oben zu bringen. Kinderpatenschaften in Kinderkrankenhäusern, dass jeder Spieler dort eine Patenschaft hat, beispielsweise. Ja, es gibt ja den Betsy Club und die machen auch tolle Sachen und Mama, Papa hat Krebs und alles. Aber das ist doch ein Thema, das müsste weit oben stehen, weil das bringt uns gute Publicity. Das ist was Gutes getan als Verein. Man nimmt nicht bloß das Geld aus der Tasche den Leuten, mal ganz blöd gesagt, sondern man gibt auch wieder was für die Region zurück. Und sowas kommt deutschlandweit richtig gut an und macht auch bei Sponsoren natürlich richtig was her. Wenn hier ein Verein ist, der nicht Negativschlagzeilen schreibt, durch irgendwelche Indiskretionen oder gegenseitige Beleidigungen oder Beschimpfungen, alles schon erlebt, sondern durch solche Aktionen, ja. Und da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, die wir hier haben. Die Zeit haben wir gar nicht jetzt darüber, aber ich habe die in meinem Kopf und auch schon teilweise niedergeschrieben. Und die werde ich auch übergeben an den FCK, egal ob ich gewählt werde oder nicht, in der Hoffnung, dass sie da vielleicht was aufnehmen oder sagt, hey, komm mal eine Woche später vorbei, cool, dass du da Ideen hast, wir wollen da was machen in die Richtung. Und das wäre für mich ehrenhaft, wenn man das macht, da wird man vielleicht über seinen Schatten springen und sagen, okay, der ist zwar nicht gewählt worden, aber cool, der hat Ideen, die brauchen wir bei uns. Und auch was sie ist wieder etwas, wo ich selbst erlebt habe, ich war in Speyer Jugendtrainer gewesen, 4 Jahre lang. Und die haben dort das Anpfiff ins Lebenszentrum von der Dietmar Hopp Stiftung. Okay. Und was dort geleistet wird, ist einfach Wahnsinn. Die kriegen Spieler mittlerweile, die kriegen wir in Lautern nicht. Und FC Speyer spielt in der Oberliga, ja. Und hat auch Jahrgänge. Die U15 hat vorletzte Saison FCK geschlagen, zum Beispiel. Und ich weiß, wie dort gearbeitet wird. Und da geht es auch das Thema Hausaufgabenbetreuung und was alles noch dazugehört. Und ich weiß, wie es dann bei uns läuft. Und ja, wenn wir jeder Spieler, das muss man auch sehen, jeden Spieler, den wir aus dem Jugendnachwuchszentrum hochbringen in die Profis, der dort Leistung bringt, hat uns kein Cent Ablöse gekostet. Ja, das können wir wieder in ganz andere Aktionen sperren. Deswegen darf uns die Jugend nie zu teuer sein. Wir dürfen da nicht am falschen Ende sparen. Das wäre absolut fatal, wenn wir das tun würden. Ja, aber wie ich das auch gesagt habe, fördern und fordern und den jungen Spielern auch klar, einen 18-Jährigen, der aus der A-Jugend rauskommt, dann musst du sagen, hör zu, du kriegst deine Chance, du bist talentiert, aber wenn du deine Chance nicht nutzt und du bist zu faul oder du bist nicht ehrgeizig genug, der Jahrgang, der Nächste, die stehen schon bereit und dann kriegt der Nächste seine Chance. Und das muss man halt auch, sich trauen auszusprechen beim FCK. Gibt sicherlich Trainer, die das vielleicht in gewisser Weise tun. Aber es geht ja darum, dass wir über den Aufsichtsrat da auch einen Bogen hinspannen. Mhm. Und ich sage auch ganz klar, was ich erreichen will. Sofort ist es natürlich wegen der Pandemie nicht möglich. Ich will Präsenz zeigen vor Ort. Wenn am Wochenende oder unter der Woche Spiele sind auf dem Frönerhof und sei es von den Bambinis oder von der F-Jugend, Präsenz zeigen als Mitglied von einem Verein, als Aufsichtsratmitglied und die Leute, die dort sind, ob es Kinder sind oder Eltern oder auch den Gegner, wertschätzen. Das ist mir das Allerwichtigste mit, dass ich zu den Leuten hingehe und sage, hey,
schön, dass ihr heute da seid. Ich gucke euch hier ein bisschen über die Schulter. Klasse Sache. Viel Erfolg. Bringst du noch 10 Brezeln mit. Wieder ein bisschen menschlicher, ein bisschen greifbarer werden. Und die Leute wertschätzen, die hier da sind. Und die Familien. Und dann sind wir einen großen Schritt weiter bei uns. Das ist nämlich für mich die Basis des Vereins. Natürlich die Fans auch, das ist absolut logisch. Aber man darf nicht vergessen, wie viele Menschen noch da hinten dran stehen. Die Verhältnisse auf dem Frönerhof rein auch vom Dings, wir wollten ja mal dort bauen, hat der Herr Kunz mal gesagt. Ich glaube, außer eine Mehrzweckhalle oder ein Mehrzweckhaus ist da, glaube ich, nichts passiert. Und das finde ich absolut schade, dass die Leute da so ein bisschen allein gelassen werden. Und das will ich auch den Verein dahin bringen wieder und zu sagen, hey, ganz klassisch gesagt, vielleicht ist es mal möglich, vor einem Spiel mal die Bambinis wieder spielen zu lassen im Stadion. Ah. Das war früher möglich, ich weiß nicht, ob die Leute möglich wäre. So sympathische Sachen halt, weißt du, wo wenn da 5000 sind und jubeln denen zu, ja, ist doch geil, da haben die doch gleich eine Bindung zu uns und finden das mega. Ja, da wollen die doch alle, hey, da kommen die besten 11 jungen Spieler, kommen dann zu uns in die, zum Verein. Weil die wissen, hey, geil, wir dürfen im Start spielen vor 5000 Leuten. Ja. Ja, dadurch wirst du halt nahbar. Da gebe ich dir recht. Entschuldigung. Ja. Nee, voll okay. Dadurch wird man halt nahbar. Oder mit solchen Aktionen wird man nahbar und macht natürlich in dem Moment dann wieder das NLZ interessant, ne? Ja, es wird gute Arbeit geleistet. Wir kriegen ja immer auch wieder Jugendspieler raus. Das haben wir ja nicht vergessen. Und ich bin ja auch kein Revoluzer, der da hingeht und denen irgendwas von ihrem Job erzählt. Die haben Fußballlizenzen dort. Die brauchen die auch, sonst würden sie gar nicht vom DFB und von der DFL lizenziert werden mit den Sternen. Das darf man nicht vergessen. Aber man muss wieder über den Tellerrand hinausschauen und auch mal festgefahrene Strukturen, und darum geht es auch in einem Aufsichtsrat, die muss man lockern. Und dafür ist es uninteressant, ob ich ein Banker bin, ob ich Immobilienkaufmann bin oder ob ich jetzt in einem Dentallabor arbeite in Mannheim. Das ist egal. Es ist auch egal, ob ich 34 oder 70 bin. Wir können auch gern 75-Jährige reinwählen. Ist okay. Wenn es jemand möchte, ist alles in Ordnung. Ja. Okay, gut. Wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich sagen, wir haben die Stunde vollbracht. Es war sehr interessant, emotional auch so ein bisschen, ne? So gerade die Storys über die Auswärtsfahrten, die werfen mich auch wieder so lassen mich auch in Erinnerungen schwelgen. Es war schon eine geile Zeit auf jeden Fall. So, dann herzlichen Dank, Carsten. Bleib bitte noch in der Leitung und viel Erfolg natürlich, ganz klar. Danke. So, und euch lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Lasst ein Like da, abonniert und so das YouTube-Gedönse, was man halt so sagt. Ihr kennt das ja. Und wir gucken jetzt gemeinsam das Outro. Carsten und ich tauschen gleich noch das ein oder andere Wort aus. Und euch noch einen angenehmen Tag. Bis dann. Das war Teufelsplausch. Bis zum nächsten Mal. Du möchtest als Gast dabei sein? Dann schicke uns einfach eine Mail.